Hey Leute, wir kommen heute zum Finale des Level 1 Account Duells gegen Flobby. Ich habe 150 Trophäen Vorsprung und wir verlieren relativ wenige Trophäen, wenn wir verlieren. Wer heute zuerst die 4300 Trophäen erreicht, gewinnt das Chest Opening im Wert von über 200 Euro. Ich habe einen ziemlich guten Vorsprung an Trophäen, habe auch ein bisschen besseres Deck, also einen ziemlich guten Vorsprung. Sollte das Ganze hoffentlich gewinnen können und wir sind gespannt, wie es laufen wird und euch wie immer viel Spaß mit den Highlights. Gut, dann öffnen wir jetzt eine Truhe, einfach um die Spannung ein bisschen zu erhöhen und dadurch, dass ich einen kleinen Pokal nachher... Okay. Ja, willst du jetzt die Ankündigung machen oder soll ich erstmal öffnen? Nee, leg los, hau rein, mach ab in deine Truhe. Einfach jetzt die Truhe, damit es hoffentlich spannend. Hoffentlich siehst du was. Okay, ich hoffe auch. Holz, Ewis wäre. Ewis oder Funky wäre natürlich OP. Am liebsten würde ich eigentlich Ewis ziehen, weil dann haben wir eigentlich so ausgeglichene Karten. Ist fair, ja, ist fair. Würde ich auch am liebsten haben. Weil Holz klingt auch nicht so krass. Wir nee, keine. Ich zieh Lumberjack und Ice Wizard. Oh, ist das RIP. Alter, WTF, ey. Das kann doch nicht sein. Okay, wir haben die Juwelen, Leute. So. Jetzt bitte, Ewis, Lock oder Sparky. Eine Karte, die wir brauchen, das wäre echt nice. Eigentlich, wobei Lock weiß ich nicht mehr, ob ich so Lock so geil finde, aber muss schauen. Nee, Lock ist nicht so krass. Nee. Okay, jetzt ist bitte, Ewis, Sparky, Lock, irgendwas, was wir brauchen. Nee, wieder nichts. Wir ziehen Inferno, Drache und Lava. Und was ist denn das? Also, das ist ja lächerlich. Ich dachte, also ich meine, ich verstehe das halt nicht. Mir fehlen 5 legendäre Karten und ich ziehe, also bei einer Auswahl, wo man 2 Karten wirklich erst auswählen kann, ziehe ich keine einzige, die ich brauche. Ja, also das ist halt schon crazy so. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir haben trotzdem, am Ende ist es jetzt so, dass wir beide 5 legendäre Karten brauchen. Also im Prinzip sind wir ausgeglichen von den legendären Karten. Nur ich habe halt so Karten gezogen wie Ghost oder Eismarke, die man halt nicht so braucht. Und die Skarmi hast du nicht gezogen, deswegen hatte ich auch besser Vorsprung. Ja, und die hat ganz, ja genau. Das war halt, das war am Anfang halt das Problem. Das kann gut werden, Alter. Na, nee, doch nicht. Pass. Okay, Skarmi und Lakaien, geht in Ordnung. Das Lock ist halt echt gut. Ich dachte halt echt, dass die Lock wäre komplett unnötig, aber es ist halt echt nicht schlecht, weil halt so viele Skelette an mich spielen. Ja. Und auch Koboldfacet immer wieder gespielt wird. Ja. Oh, schöner Selbstgegner. Geht klar, okay. Ja, das Lock ist echt ganz nice, das stimmt. Ich finde es eigentlich, vor allem gegen Skarmi sehr stark. Deswegen. Und halt auch gegen irgendwas Goblin Gang zum Beispiel ist sehr nice. So, Prinzessin nach hinten. Komm, öffne noch einen, das geht bestimmt klar. Nein, Leute, das ist ja nicht der Sinn des. Projekt. Ich meine, Jonas hat mir jetzt ja schon 2 Trunken quasi Vorteil gegeben. An halt sich kannst du gerne noch eine öffnen, ne? Ich habe echt nichts dagegen. Das kostet auch Geld, das musst du wissen. Ich habe wirklich nichts dagegen. Nee, mach ich aber nicht. Das wäre nicht fair. Das wäre nicht fair, ja, und außerdem wäre das, glaube ich, Geldverschwendung. Weil ja, das ist halt die Sache, ne? Also wäre es auch zu teuer irgendwann. Ich meine, das sind 50 Euro zum 40 Euro rausgeworfen. Ja. So, Ewis rein. Stimmt, man muss ja auch gegen sogar 2 Lakaien muss man verteidigen. Das ja, cool. Ja, ja, ist echt mies. Ich versuche mal sowas, wenn jetzt eine Skarmi käme. Er hat er hat erstmal 3,9 Elixier gelegt, ja, Mann. Ja, aber nee, ich hab ein Problem, ich hab gar nichts. Ich hab überhaupt nichts gerade. Und er hat einen Zap. Wenn er einen guten Zap bringt, ist der Turm down. Nein! Er failt den Zap. Oh, nice. Was bringt trotzdem? Ah, es ging noch klar, okay. Ein Zap gefailt. Der Turm wäre halt down gewesen. Ja, ich hab ein Problem jetzt. Ah! Rip, ich mach übel Mist gerade. Alter, was ist das denn? Aber der Gegner hat auch irgendwie. Er spielt auch nicht schlecht, muss man sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich spiele noch schlechter gerade, das Problem. Oh! Was? Was? Er spielt einen Golem? Das war nicht schlecht für mich, oder? Eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke. Ja, aber guck mal auf deinen. Er kann halt Lock selbst spielen, dein Turm ist down, ne? Echt? Oh, Rip. Ja. Bleib weg! Der Mini-Golem kommt nicht ran anscheinend. Alter, ich hole das jetzt noch. Ich glaube nicht, ich immer schauen. Wenn ich das jetzt noch holen würde. Das wäre krank. Der war jetzt nicht so gut. Ja, aber die Skarmi haut richtig rein, seht ihr es an. Ja, und jetzt bringt er Lock und jetzt brauchen wir nur noch den Sepp, ne? Sepp reicht halt für. Echt? Ah, nee, Sepp reicht nicht. Nee, Sepp reicht nicht. Sepp reicht nicht. Oh, er Sepp! Er fällt. Das wird aber nicht reichen. Oh, ich hab nichts. Du hast nichts, ja. Hat er nicht schlecht gespielt. Ja, hat er echt nicht schlecht gespielt. Ist auch Level 9er. Wie viel kriege ich Minus? 10, geht klar. Ist halt. Oh, die war gefällt leicht, war wie klar. Hast du was? Skarmi. Nee, Holzfäll. Wegen Holzfäll, ich behalte mir die Skarmi. Alter, Magier Level 11 einfach mal reingesetzt. Wie kritisch? Jetzt hab ich ein Problem. Ja. Skarmi. Skarmi. Ja. Ja, Weißt du. Aber die hätte ich später spielen sollen. Ich hätte den Magier. Oh mein Gott. Ich hätte den Magier connecten lassen sollen. Weil guck mal, der Turm geht down. Ja. Alter, Magier Level 11, Mann. Level 11. Das ist so krank. Ich hätte ihn connecten lassen müssen. Das ist zu viel Damage. Alter. Der ist Level 12. Der hat Level 11 gerade, jawohl. Das ist halt so schwierig. Okay, mal schauen. Was jetzt? Alter,
Hä, wie kann man mit Level 12 bei 4000 sein? Ich check's nicht. Egal, das ist halt so. Muss man halt akzeptieren. Ja. Das hat er auch nicht lange nicht gespielt oder so. Das kann gut sein, stimmt. Das kann echt gut sein. Ah, Alter, der Magieschütz war halt übel OP eigentlich. Ja, der war eigentlich voll gut gespielt, so, aber... Ja, der kriegt halt auch schon wieder fast meinen Turm down. Also, muss echt gleich mal sein Profil anschauen, weil ich glaube irgendwie, dass der, keine Ahnung, irgendwie vielleicht echt nicht lange gespielt oder so hat. Ja. Weil irgendwie kann es nicht sein, ist krass. Oh, bitte Bats, bitte beschützt den Mega Knight. Ja, oh mein Gott, nice. Aber der ist dran, aber das wird nicht viel helfen, glaube ich. Nee, es bringt halt nichts. Er hat einfach Mega Knight auch noch. Der spielt halt nicht mal schlecht oder so. Hä? Nee, der ist gut. Also der muss eigentlich bei 5000 sein. Ja, schön beschützt immer. Ey, der Turm ist halt auch da. Alter. Nee. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Turm gefallen wäre. Nicht ganz. Nee. Ja, der geht auf Kingtor. Der ist weggeturmt, pass auf. Hauptturm. Ja, ich weiß, aber... Mein anderer Turm ist halt auch... Nee. Low. Nee, keine Chance, oder? Lass mich raten, jetzt verliere ich. Oh, oder? Warte mal. Alter, wenn du das jetzt noch holst... Okay, warte mal. Wenn du das jetzt holst, oh mein Gott. Hat der einen Zauber? Der setzt nichts mehr. Ah doch, ich dachte kurz. Oh mein Gott, was macht er da? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Wenn der jetzt verliert. Ah, das wird nicht ausreichen normalerweise. Oh mein Gott, er macht nichts. Was macht er da? Nein, als ob du es holst. Oder? Nee, noch nicht. Was kannst du holen? Oh mein Gott, Flobby. Was ist das jetzt? Er macht nichts. Gibt er auf? Okay. Alter, du hast 42 HP am... Okay, warte mal. Nein. Was? Nein, die Prinzessin. Oh mein Gott. Schade, oh mein Gott, das wäre so krank gewesen. Ey, okay, krass. Aber was schon. So, die Prinzessin war die Mini-Horde? War die Level 12 oder 13? Wie? War die Level 12 oder Level 13, die Mini-Horde? 10, glaube ich. Oh, 10, 0. Ja. Alter, das, der Junge, stell dir mal vor, die Leute können ja auch Level 13 Mini-Horde haben. Ja, was ja. Macht man denn dann, bitte? Keine Ahnung. Level 9 nur. Alter. Guck mal, wie OP die schon mit Level 9 ist einfach. Ja. Oh nein! Oh, ui. Nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht, ja. Wobei war schon riskant, nicht auf die Prinzessin zu gehen, ne? Ja. Was jetzt? Hat er nichts? Yes. Ja, jetzt kann ich reingehen weiter. Komm, Prinzessin, schieß nochmal. Oh, ich glaube, er hat nichts, oder? Nee, er hat kein Elixier, er hat ein Elixier. Komm, let's go. Komm. Prinzessin. Noch zwei Schüsse. Eine noch. Einer. Nein, doch. Doch. Reicht er aus. Wird halt wegsterben. Nee, alleine nicht. Der ist direkt down und der Turm ist down. Oh, was? Oh, noch ein Holz. Was? Er predicted in eine... Die Skelettarmee war ja nicht mal gut, ja, weil er zu spät war. Ja, war zu spät. Aber er predicted eine zu spät Skelettarmee. Ja, und der Prinz ist vor allem am Turm noch gewesen. Der für zwei Hits. Also seine Predicts sind halt schon irgendwie komisch, aber krass, sie laufen bisher. Oh mein Gott. Mega Knight noch? Nice. Ey, der spielt so komisch, der Typ. Ja. Was war das jetzt auch schon wieder für ein Prince? Sollte der... So eine Mischung aus brillant und dumm. Ja. Wenn er jetzt Minion Horde Miner bringt, dann hast du ein Problem. Oder er hat ein Problem. Oh mein Gott, er hat ein Problem, glaube ich. Ah, nee, kriegt er noch hin. Aber Holz ist draußen zumindest. Okay. Prinzessin muss unbedingt überleben jetzt. Holztraum. Na, die soll eigentlich in den Wutzauber rein, aber egal. Das Holz war dämlich, oder? Ich treff gar nicht. Ups. Du triffst nicht. Wegen der Banditin, weil die angehalten hat. Ja, ich hab's vergessen. Kacke, ich bin doof. Hä, Prinz, Mega Knight? Was? Sehr gut. Holz. Ah, spielt echt komisch. Sehr gut. Er spielt richtig komisch, ja. Holztraum. Alter, seht ihr's an, ne? Wenn er jetzt jumpen würde. Nee. Ah, Alter, jetzt. Alles lebt noch. Ja, mit einem HP einfach. Ich glaube, das gewonnen. Nee, noch nicht. Ah, wobei. Gesetzt. Schönes Holz. Er könnte es halt easy verteidigen, aber irgendwie, er spielt so richtig. Ja, komisch. Er spielt komisch. Komm, Prinzessin. Soll es gewesen sein. Oder? Ewis. Schuss. Reicht doch nicht. 3 HP, jetzt war's. 3 HP. Ja, ein Lock. Gutes Spiel. Ja, Alter. Nice. Oh mein Gott, der Typ hat so komisch gespielt. Der Alter. War absolut komisch. Ich bin gerade sau konzentriert, ey.
Ja. Das war ein schöner Set von ihm. Reicht das Holz? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch, 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 das reicht. Okay. Hat er noch einen Sepp gehabt? Ich weiß gar nicht, ich geh mal rein. Holz fällt raus, aber ich geh mal nicht rein. Ich weiß nicht, was er noch spielt. Oh mein oh, Gott. Oh, oh, ich dachte, er failed, das ist aber gut gemacht, war gut gemacht. Ja. Hat er mal Kyre oder so? Ich mach mal sowas. Ich glaube, ich bin jetzt doof, mal schauen, wenn er jetzt nichts hat. Oh. Oh mein Gott. Er hat halt echt nichts. Er hat 6 Elixier, aber er spielt nichts, Lul. Lol, ein Magier gehabt. Ja, ein Magier ist schon schlechter Konter dagegen. Ja, auf jeden Fall, ganz schlecht. Hätte er bestimmt nicht gegen Skelett-Armee spielen können. Ja, moin. Alter, das hat auch weh für ihn. Jetzt ein Riesenskelett davor? Ja. Ah, ist gut von ihm nochmal. Ja. Ah, läuft zurück, aber es geht klar. Also, siehst du, wie Banditin auch sein kann, ne? Banditin ist halt auch extrem krass wieder. Ist halt, glaube ich, besser als wir da rein. Da ist was halt nice, weil du sie defensiv gut einsetzen konntest. Ja, ja. Oh, lol. Da waren die Bäume noch dran, egal. Ja, es war's, das war's. Ein Sieg nur noch danach. Alles gerade läuft. Prinzessin. Ist halt krank. Oh. Ist halt echt krank. Wow. Was ein Holz. Block war gar nicht mal Krieg schlecht. Aber er hat halt nichts gegen den Fernodrache. Nee. Er hat einen Sepp sogar, Lul. Er hat ihn sogar getroffen. Krass. Ja. Also vor allem sein Fernodrache ist halt echt wahnsinnig. Also wenn er halt vor allem keinen Ebus oder keinen Sepp hat. Also vor allem keinen Ebus, ne? Wahnsinn, was der rausholt. Krank. Ja. Krank. Okay. Läuft. Ein Sieg noch. Das ist halt echt krass, die Meta hier ist halt so anders, das ist halt... Die Meta ist nicht existent, glaube ich. Ja, es gibt, man kann gar nicht so richtig sagen, was Meta ist. Das Einzige, was man weiß, ist eigentlich, dass Skelett-Armee-Meta ist. Das ist so die einzige Karte, die gefühlt fast jeder Gegner spielt, wirklich. Sonst alles jeder. Komplett zufällig, das stimmt halt echt. Du genauso halt immer wie schauen, was man spielt. Ja, genauso wie bei irgendwie 2500 Pokalen, wo jeder irgendwie die Hexe gespielt hat. Ja, das stimmt. Also wirklich fast jeder. Oh, ich dachte kurz. Oh, der jumped! Der connected. Oh, egal, das ist so schlimm. Die Level 12 Speerkobolde, seht ihr an, wie viel Schaden die machen. Wie eine Musketiere. Schaden. Ja, ist so. Die sind gegen Mega Knight einfach wie eine Musketiere sonst, ja. Krass. Das kann gut werden. Oh, Alter, 1. Das geht leider mehr. Seht es an. Das ist so krank. Alles das einfach geht, weg. Das geht. Ist dran. Du kannst gewinnen. Ja. Bitte. Das reicht doch, oder? Nein, das reicht nicht. Ja moin, es reicht, wenn ich Inferno denke, Skelett. Ich hätte halt schneller reagieren müssen, aber ich dachte, ja, das reicht. Ja, komplett auch lächerlich. Also vor allem, seht ihr das an. Ich verliere jetzt schon wieder. Das ist halt so krank. Die Leute, ich weiß nicht was. Nee, das ist keine Chance. Auch allgemein, dein Deck ist halt auch nicht so geil. Ja, es fehlt jetzt, guck mal, auch gegen Rambok oder so. Da ist halt auch so ein Ego halt echt geil. Ja. Aber du warst auch ein Tick zu aggressiv an manchen Stellen. Ja, war auf jeden Fall nicht optimal gespielt, aber... Ja, was soll man sagen, ne? Was willst du halt machen? Also die Gegner sind halt echt komisch. Ich meine, hatte ich gerade Level 12 Speerkopf oder Level 12 Karten allgemein? Nee, oder? Nee, ich glaube, die Gegner sind sogar da geringer. Ich weiß auch nicht, meine Gegner sind gerade echt komisch. Ja, ist halt Level 8. Was? Ja, ich sage Level 8, ja, ist gut. Die Leute spielen, sind halt einfach. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Aber gut, je höher man kommt, vielleicht sind die Spiele auch einfach besser und haben dadurch nicht so Level. Keine Ahnung. Oh, das ist nice für mich. Das ist so nice, ja. Alter, das ist eigentlich Gefühl schon geworden. Ja, gefühlt ist schon gewonnen, aber das kann man eigentlich bei Level 1 nicht sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Wenn jetzt das Skami auspacken würde, das wäre mies. Wobei es eigentlich. Oh, komm, Evos. Er failed das komplett. Alter. Oh, jetzt kommt noch das Skami, okay. Die war stark nochmal. Ja, die kannst du mal rausholen für ihn. Wobei. Ja, das Turm ist weg, aber trotzdem. Noch nichts entschieden jetzt. Reicht Prinzessin aus? Tiger hat darüber, spreche ich gleich nochmal. Nach dem Duell. Aus, ja, das reicht. Ja, das ist halt auch bei mir das Problem gewesen. Ich habe ganz oft so einen Inferno-Dank falsch eingeschätzt, wo der dann mit 2 HP meinen Tower noch holt, wo du so meinst, Spiel was. Aber ich spiele einfach nichts, weil ich denke, es reicht. Aber das ist halt krank. Ja. Oh, komm. Hab ich noch. War der gut? Wenn er jetzt einen Ebus hätte. War der bestimmt nicht, oder? Nee, hat nichts. Ja, ich glaube, es sieht extrem gut aus. Aber mal schauen. Vielleicht hat der Gegner jetzt noch ein richtig langes Comeback raus oder so. Eos rein. Ich bin ein Magier, okay, geht in Ordnung. Was mache ich? Ist jetzt irgendwie noch so eine Internet weg. Die dich jetzt komplett Internet umlegt. Weg. Internet weg. Oh nee, jetzt geht's. Alter. Ja, der Stream ist off. Echt? Ja. Dein Stream ist einfach off? Was geht denn jetzt ab?
Ja, moin. Die Zuschauer werden sich denken, scheiße. Egal. Ja, die können aber bei mir reinschauen. Also, die sehen ja am Scratching mein Stream. Ja. Oh mein also, Gott. Die sehen ja dich über mich dann quasi. Egal. Ich muss jetzt konzentrieren, ja, moin, das ist ein Scheidenspiel. Die Aufnahme läuft auch immer noch, glaube ich. Es sind auch noch 30 Sekunden. Der Gegner, ganz schwierig für den Gegner. Was ja ausgerechnet ist, ein entscheidendes Spiel einfach, ne? Ja, da geht es halt weg. Ja. Ach stimmt, aber die Aufnahme ist da, ne? Ja, die Aufnahme ist, glaube ich, da. Ja, alles okay, gut. Okay, noch 20 Sekunden. Oh. Ich glaube, du hast gewonnen. Die haben Zuschauer, die live dabei sind, ey. Ja. Guck, die haben Zuschauer. Okay, nice. Alter, viel nach ja, hab ich. Ja. Du Three Crowns sogar das. Ja. Also da muss man einfach sagen, verdient gewonnen an der Stelle. Ja, damit geht das Level 1 Account Duell zu Ende. Jonas gewinnt das Level 1 Account Duell. Krank. Alter, viel das krank, geil. Krank. Ja, jetzt noch mal kurz an die Zuschauer auf YouTube. Vielen Dank, dass das Projekt so gut bei euch angekommen ist. Wir werden auch nächstes Opening machen, muss ich noch ankündigen, wann wir es machen. Ich könnte mir am Samstag vorstellen, ich überlege es dann immer. Und würde ich sagen, danke, dass ihr das Ganze so feiert. Es wird demnächst wieder ein krasses neues Projekt kommen, das ich schon plane. Und jo, ciao.